Hallo Leute und herzlich willkommen bei Tupac VR. Heute möchte ich euch das Spiel Space Junkies vorstellen. Das haben wir mit der VR-Legion und der Community gezockt. Und ich muss sagen, echt geiles Game. Mir hat's gefallen und ja, zieht euch einfach das Gameplay-Material mal rein. Und vielleicht gefällt euch das genauso gut wie mir. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dann geht's los. Ich werde dich mit dem Schwert zerstören. Hoffentlich. Du kannst es probieren. Oh Mann, okay. Gut, probieren wir es mal. Ach, Kacke. Gut. Ey! Hä? Was war jetzt? Ich hab dich. Hast du gehackt gerade? Natürlich, wie Hoshi. Ah. Ah, ich höre dich doch schon. Ja. Ich hab Angst. Wo bin ich? Ich weiß es! Ah, fuck! Sack! Shit! Okay, so. Jetzt aber. Jetzt habe ich nämlich auch meine Combo, mit der ich sonst immer spiele an Waffen. Ah, oh, fuck! Ich komme gar nicht an dich ran. Trug. Na gut, dann probier's mal anders. Hier hört man immer irgendwelche Geräusche. Und dann kann es schon zu spät sein. Ah. Ja, ja, dann muss ich unterschreiben. Dann muss man direkt umschalten. Wenn einer so nah kommt. Oh, ups, was geht denn hier ab? Ich hab da doch gerade was gehört. Ah, ich sehe es. Ah, Alter. Du Mist. Musst mir jetzt zu schaffen, ey. So. Ah, fuck, ey. Ja, da kann man tatsächlich von auch verrecken von den Dingern. Jawohl. Ach, scheiße. Oh, Mann. Ist irgendwie noch ein bisschen schwer da zu treffen. Vor allem mit Snap-Turn ist es ein bisschen... Ja, ja. Das wird schnell unübersichtlich, ne? Ah. Vor allem mit mehreren Leuten ist noch mal ein bisschen schlimmer. Ja. Obwohl es lange nicht mehr so schlimm ist wie bei der ersten Close. Die zweite habe ich leider nicht gespielt, aber... Ne, die zweite habe ich auch ausgelassen. Ich fand ja auch in der ersten das Spiel gar nicht mal so geil. Um ehrlich zu sein, aber... Also jetzt hat sich schon viel getan, muss man ja sagen. Mittlerweile würde ich das Spiel tatsächlich auch kaufen, ja. Ich freue mich auch schon wirklich dann auf den Release. Nee, 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 so einfach nicht, ey. Boah. Okay, ich meine, wenn das Spiel wirklich, wie ich es mir denke, 39,99 kostet, ich denke mal, es ist es wert, vor allem wenn sie noch mehr Maps rausbringen. Könnte sich das... auf jeden Fall lohnen. Das stimmt, ja. Das ist halt ein Ubisoft-Spiel, ne? Da wird die Community wahrscheinlich auch ein bisschen ausgeprägter sein. Da werden mehr Leute spielen. Vor allem, wenn sie es noch auf PlayStation VR bringen sollten. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin. Aber... vielleicht. Wäre auf jeden Fall gut für das Spiel. Ja, klar. Auch wenn Eagle Flight kein Mensch mehr spielt. Ja, Eagle Flight ist auch so eine Sache, ne?
Ja, sieht lustig aus, aber mehr als ein Zehner würde ich dafür auch nicht ausgeben, um ehrlich zu sein. Ach, das kann doch nicht sein, ey. Ich werde niedergemacht hier. Das habe ich gesagt und sogar, ich muss nicht mal mein Schwert benutzen dafür. Na? Boah, das ist so irritierend, wenn man hinter sich diesen scheiß Motor hört. Ja, ja. Der, dieses Hover-Ding und dann... Na? Da ist er. Oh, wenigstens habe ich mich noch gerecht. Boah, ordentlich. Na, jetzt müssen wir ein Rückspiel machen. Ich glaube auch. Diesmal... Ein Geldregen! Das ist auch geil, dass das Spiel tatsächlich auch ein bisschen die Touch-Funktionalität unterstützt, ne? Also... Jetzt los! Gut Glück! Okay, hier muss man schon ein bisschen mehr gucken. Ja, die Map ist, glaube ich, auch eher auf größere... Sessions ausgelegt. Ich glaube auch, ja. Ah, da sehe ich ihn doch. Ich sehe keinen. Tupac. Nein! Oh, was Double K.O. war das denn? Alter! Aber ich glaube, du bist wegen dem Spiel selber gestorben, oder? Bin ich zu weit raus? Ja, kann sein, ja. Weil du hattest noch ein bisschen Leben, als ich dich gekillt habe. So. Wo versteckst du dich? Ah, der Sack. Zum Glück hast du nicht den Missile Launcher. Das Ding ist echt assi. Was ist Assi? Dieser Raketenwerfer, weil du kannst sie tatsächlich dann selber steuern. Ich habe keinen Raketenwerfer gehabt. Ja, aber ich sah kurz so aus. Ach so. Von meiner Perspektive, weil da irgend so ein Ding umgeflogen ist. Na komm, hier muss doch irgendwo noch eine scheiß Waffe. So. Oh, scheiße, wo ist er denn? Boah. Ich habe auch was gehört. Wo habe ich ein Fini gehört? Ich habe sogar was gesehen. Da ist er! Ah, scheiße! Yes. Was? Yes! Betrug! Da ist keiner? Diese Atemgeräusche sind auch nicht schlecht. Das stimmt, ja, aber das gibt dem ganzen... Oh, Atmosphäre. Ordentlich. Ich habe nicht gecheckt, dass meine Waffe leer war. Ich dachte, warum schießt die nicht mehr? Ah, steht da werfen. Teilweise ist auch diese blaue Handpistole hier, die ist auch... Diese automatische, die ist... Nach einer Zeit ist die dann auch einfach, schießt die nicht mehr. Auch wenn man noch Munition hat, da muss man kurz Pause machen. Na los, flieg raus! Ah. Drei steht's, okay. Ich brauch... Health! Oh, shit! Und tschüss. Ja, war klar. Du hast kaum noch was, ne? Nee, ich muss ja auch gerade... Ich hab schon dieses scheiß Atmen mit dem zerbrochenen Shield hier gehabt. Das ist... Ja. Aber jetzt hole ich dich. Na? Ah, da bist du. Ich glaube, ich verrate mich immer viel zu früh mit meinem ekelhaften Teil hier.
Okay. Waffen habe ich noch? Ich höre was. Scheiße. Yes. Oh, jetzt werde ich hier aber zerstört. Der Sieg ist mein. Ah, wir haben noch eine halbe Minute. Jetzt schlägt Karma gleich zu. Ich weiß auch schon mit was. Sogar schon in der Hand. Ach, der will ich nur noch finden. Er will ein Schwert benutzen. Nee, das habe ich schon die ganze Zeit in der Hand. Oi! Oh, ja, warum schießt doch diese Waffe nicht? Naja, selbes Ergebnis wie gerade, nur umgedreht. Es steht 1-1, kann man sagen. Nimm das mal. Aber es ist schade, dass das noch nicht verfügbar ist, ne? Dass man direkt als Quad, sag ich mal, losziehen kann. Ja, aber gut, dass es wenigstens kommt. Ja, ja. Ja, das, so was müssen die reinbringen. Klar. Sonst macht das ganze Spiel ja wenig Sinn. Ich bin rot, direkt mal mitgenommen hier, ne? Hast du mich mitgenommen, ja? Ja, auch deinen Teamkollegen habe ich auch mal. Ach so, unfair spielst du jetzt also, okay. Wie sonst? Oh, da habt ihr mir aber meinen auch geklaut, ja? Ja. Check. So, wo geht die Party ab? Somewhere. Wo sind die Party-Leute? Ich weiß es auch nicht. Ich finde sie auch nicht. Ah, da ist doch jemand. Der freut sich doch bestimmt. Hab ihn. Das hört sich nach einem Tupac an. Yes! Ah, du Sack! Ich habe kein Schild hier. Ja. Betrüger, ja. Alles Betrüger. Alles. Na hopp! Was? Warum hab ich den jetzt bekommen? Weil ich noch auf dich geschossen hab. Ohne Kabel wäre das echt geil hier, ne? Naja gut, da ich jetzt gerade eh im Sitzen spiele. Ja gut, für dich ist das jetzt. Aber. Nee, Tupac, nee, ach scheiße. Yes! nimmst du gerade noch auf? Ja. Oder? Ja. Gut. Nur weil Braxa fragt. Müssen wir gleich mal sagen. Wir nehmen noch auf. Nach der Runde können wir ja kurz einen Cut machen. Jupp. Da ist er! Nein, die hat wieder nicht geschossen, sonst hätte ich dich bekommen. Scheiße. Oh, ich habe hab kaum noch Energie, sehe ich gerade. Warum habe ich eigentlich alle 3 Kills von unserem Team gemacht hier? Weil der andere nichts macht. Ich glaube auch, ja. Steht hier rum? Nee, heute nicht. Ah, oh, jetzt wurde ich aufgemischt, ey. Ich muss mich dabei ertappen, wie ich oft einfach gegen die Wand irgendwie auch immer stehe. Na komm, ist er? Er ist down, schön. Mein Kollege hat auch noch keinen Kill, habe ich gerade gesehen. Was ist denn los? Wo bist du denn? Oh, da weiß ich gleich, wo er ist. Ich seh dich nicht, ich höre dich. Was bist du denn für ein Betrüger? Beide machen von Grayskull.
Oh. Wie er sich aufregt. Hi, Tupac. Wo ist er? Ich... Oh Gott. Noch! Hallo, ey, wie kriegst du mich denn immer? Wie geht das? Oh, du Sack. Bam, Junge. Ah, ich finde, das Schwert ist ein bisschen OP. Das stimmt, ja. Also wir müssen es irgendwie nur anpassen. Aber irgendwie nicht nur ein bisschen. Oh, jetzt hat er mich da oben auch noch geholt. Ey, ihr Säcke. Ja, ihr habt eh gewonnen. Wenn ihr jetzt noch einen killt, dann... Ja, ich möchte gerne einen Kill machen. Ich würde aber auch gerne noch einen Kill machen. Nee, brauchst du nicht. Och. Nimm doch noch. Och, scheiße. Boom. Damit habt ihr gewonnen. Säcke. 15-6. Aber habt ihr auch vorher die Close gespielt? Also, oh, Alter, Tupac, du Sack. Ah. Na, ich dachte, das Tutorial angefangen irgendwann, ne? Oh, ey, du hast mich jetzt zu Tode erschreckt, Sack hier. Ja. Pass auf, Astronaut, ne? Wenn das Ding da auf dich runterkommt, dann bist du tot. Ja. Oh, da ist Tupac, da ist Tupac, pass auf mit seinem Schwert. Ah, scheiße, mit seinem Schild auf. Oh, du Sack, ey. Ach du Scheiße. Let's get ready to rumble. Ja, aber 2 zu 2. Da. Ey, das ist so asozial, ja? Wenn man so ganz genau weiß, irgendwo ist einer, aber ja, man sieht ihn. Ah, oh, ist das ekelhaft. Ah, Scheiße, ich hab Blackspeed. Ja, da hast du jetzt mit deinem Sch. Ey, jetzt fangen diese scheiß Blackouts so bei mir wieder an. Boah! Guck mal, das ist Ablenkung. Er sagt Blackout das und macht mich kaputt. Ja, das. Aber ich weiß nicht, das hatte ich vor. Früher auch schon. Dann musste ich das Verlängerungskabel wieder wechseln. Das ist ziemlich nervig. Ich hatte mal eine Zeit lang eine Bug bei mir bei der Five. Genau dasselbe, was du jetzt hast. Das Problem ist, bei mir weiß ich, dass es an den Verlängerungskabeln liegt. Ja, das dachte ich bei mir auch, ne? Ne, ich weiß, dass es dran liegt. Weil ich es dann gewechselt habe gegen ein komplett anderes, weil dasselbe nochmal neu hat irgendwie nicht funktioniert. Ah. Und ja, dann hat's wieder geklappt mit dem neuen. Jetzt hier, ich habe wirklich jetzt Minute so für so eine Sekunde Schwarzbildschirm. Oh, Scheiße! Ja, erster Kill. Alter. Gut, next try. Aber ich kann hier auch nur die Automatikwaffen spielen, den Rest. Schrotflinte geht gar nicht irgendwie, finde ich. Nee, ja, überhaupt nicht. Ja, oh, da ist irgendwo. Oh, nein! Ich hab dich im Blackscreen gekillt. Ja, ja. Tatsächlich, ich hab einfach. Oh, Scheiße, da ist irgendein Blauer einfach rumgefuchtelt mit dem Schwert. Hat geklappt. Oh, Mann, ey! Scheiße, ich hab meine Waffe weggeschmissen. Naja, passiert. Naja, jetzt muss ich nochmal ein Schwert rausholen. Nein, nein! Fuck! Sehr gut. Alter, Scheiße! Dieser Stuhl, auf dem ich sitze, ist auch der letzte Absturz. Wenn ich morgen keine gebrochene Wirbelsäule habe, weiß ich auch nicht. Dann spiel im Stehen. Nein, ganz bestimmt nicht. Das Spiel nicht. Oh, Scheiße. Double Kill. Ja. Gegenseitig gekillt, wenigstens. Double KO. Oh, diese Blackouts, ja, die machen mich wahnsinnig, aber. Muss ich jetzt durch.
Hi, Tupac. Hi. Oh, was? Oh, weil ich wollte noch von hinten reinstecken. Nee. Wo findet man eigentlich das Schwert? Ich habe das hier irgendwie noch nie gesehen. Das musst du dir equippen und dann kannst du es einfach immer hinter deiner Schulter rausziehen. Also es ist quasi so eine Dauerausrüstung. Servus, Tupac! Na was? Jetzt habe ich wenigstens geschafft umzuschalten zwischen Waffe und Schwert. Von überall! Ich denke, immer hinter mir ist einer. Ja, ist er ja auch einer. Vor dir. Mann, ey, ich wusste das. Sehr geil. Ja. Oh! Ja, fuck. Ganz knapp. Schön. Ganz knapp. Schön. Gut, jetzt mit bin ich jetzt Tupac. Timon. Okay, Fini. Dann legen wir mal los. Wird gewonnen, oder? Ja, klar. Hab ich gehört. Also, ich hab das auch gehört. Also, Orakel hat gesagt, wir gewinnen. Naja, gut. Orakel sagt viel. Oh, von hinten. Ja. Alter, oh, Timon, du Sack. Nein. Ey. Wir gewinnen. Ja, ja, ich merk's. Das Orakel hat gelogen. Nee, hat's nicht. Das Orakel würde halt am Anfang, weißt du, das musst du erstmal so vorgaukeln, dass du verlierst. Ja, aber dass du beim nächsten Mal noch mehr dran glaubst. Wir müssen in Sicherheit legen, die Leute. Ich müsste jetzt eher jemanden finden hier, der. Oh, der sagt. Hä, wo? Achso, Kill abgestaubt. Ey, fuck, wo ist er denn? Da vorne. Oh. Ich hab dich, glaube ich, abgeknallt gerade aus Versehen, Fini. Nee, du hast mich gerettet. Nee, da stand Eigenbeschuss. Ganz kurz. Oh. Ey, doch, du hast mich getötet. Ja, aber Fini auch. Ich hab da so reingesprayt in die Menge. Boatkick direkt. Geht zwar nicht mal, aber auf der Boatkick. Nein! Ja, Wo? Hier! Wo? Hast du? Jawoll. Ja, hab ihn schon. Jetzt ist Simon wieder irgendwo. Nachwuchssack hier. Okay, gut. Da ist er. Nein. Noch? Da. Er hat mich Nein. noch. Nein. Oder? Nein, hat er nicht. Ich dachte schon gerade. So knapp. Ich dachte gerade, er hat mich, ey. Scheiße. Betrug. Betrug. Boah, alles blaue, ich bin direkt. Da ist er, der Sack. Oh, gegenseitig. Oh. Ja, das Spiel ist im Sitzen aber viel besser. Er ist erst hier. Sam von Ubisoft hat erst gesagt, wir spielen nur im Sitzen. Er hat gesagt, das seid ihr denn so gestörte Leute. Und dann habe ich einmal im Sitzen gespielt und dann musste ich meine Aussage leider zu. Oh, ja. Was? Muss ich leider sagen, Sitzen ist es doch geiler, das Spiel. Ich weiß ich nicht. Ich stehe echt lieber in VR. Ja, ich eigentlich auch, aber. Ich glaube, das ganze Thema ist, wie machst du das mit dem Thema um 180 Grad? Also, wie drehst du dich eigentlich um 180 Grad? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir zu 99% ein Interview mit dem Producer von Space Junkies bekommen? Oh! Nein. Das wird ziemlich geil. Oh, wie drehst du dich jetzt eigentlich? Wie drehst du dich eigentlich im Sitzen? Snapturn. Wie drehst du dich um? Snapturn. Ich kann mich auch, wenn ich stehen würde, könnte ich mich nicht umdrehen. Ich habe nur Front-Setup. Weil ich bisher immer irgendwie zu geizig war, die 69 Euro für den scheiß Sensor da auszugeben. Abgesehen davon, dass ich sie nicht habe, aber.
Oh, die. Die Zwille ist auch nicht schlecht. Schön. Komm, einen von den Säcken holen wir uns noch. Dann ja, ich glaube, das Schwert ist so OP. Ja, das ist tatsächlich ziemlich OP. Nee, 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 das wird nichts. Oh Mann. Oh, gewonnen! Gut gemacht, Tupac. So. Ich hätte fast eine Münze gehabt. Jetzt habe ich eine, nee. Ich hab einen. Wir sind bei Onkel Dagobert im Speicher, ja? Ja, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Sieht halt wirklich auch so aus. Ne? Ja, ja.